Hallo, ihr Lieben, da bin ich nochmal. Teil 2, Seelenplan und Versteckspielen, warum das nicht funktioniert. Sorry, da wollte unbedingt noch jemand mit mir sprechen wegen dem Programm, das morgen startet, wegen der Seelenplan Mastermind, wo alle Teilnehmer am 30. November endlich ihren Seelenplan schriftlich in der Tasche haben. Das ist mir dann jetzt nochmal vorgegangen. Okay, also sorry, dass ich da vorhin so abrupt abgebrochen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wo ich stehen geblieben war. Fangen wir einfach nochmal an. Bewusst geworden ist mir dieses Thema von gestern Abend, wo ich ja einen Live-Call hatte, für die Teilnehmer, die einfach noch überlegen, ob sie mitmachen wollen oder nicht, ob sie jetzt wirklich ihren Seelenplan entdecken wollen, ob sie wirklich oder überhaupt auch noch mal so zum Bewusstmachen, was sich denn überhaupt alles verändert, wenn du deinen Seelenplan entdeckt hast, dass du dann morgens wieder voller Freude aus dem Bett hüpfen kannst, dass sich gesundheitliche, private und auch berufliche Themen ändern können, so wie du dir es wirklich vorstellst, dass du ja einfach mal dadurch, dass du ja weißt, warum du hier bist, wieder Freude und Spaß überhaupt in deinem Leben hast und weißt, warum du hier bist. Das sind so die Fragen, die mich ja früher immer beschäftigt haben. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Ganze hier überhaupt? Das waren übrigens so die Dinge, was soll das Ganze hier überhaupt, die mich letzten Endes auch damals in eine Depression getrieben hatten, weil ich wusste gar nicht, was soll ich denn hier? Ich hatte einfach so das Gefühl, ich bin da auf der Suche nach irgendetwas und finde das aber nicht. Da war so eine Leere, so eine Traurigkeit. Und ich habe manchmal am Tisch gehockt und habe gedacht, warum esse ich hier überhaupt? Also solche Dinge. Und gerade im November war das dann ja besonders heftig, ne? Wenn dann draußen noch graues Wetter war, alles trist und Nebel, war da nicht sehr förderlich. Und das sind ja alles die Dinge, die du änderst, indem du weißt, warum du hier bist, deinen Seelenplan wirklich mal hast. Ja, so. Warum habe ich so lange, und das ist etwas, was mir gestern Abend bewusst geworden ist durch dieses Live-Call. Das war ja jetzt gestern Abend kein Webinar im Sinne, dass ich halt einfach nur hier vor der Kamera hocke, wie jetzt hier. Ich sehe zwar, da sind Zuschauer da, aber ich sehe dich nicht direkt. Und gestern Abend, das war eine andere Plattform, die ich gewählt habe, weil ich da einfach wirklich nur die reingelassen habe, die absolut Interesse haben, jetzt in diesen nächsten 4 Wochen den Seelenplan zu entdecken, die wirklich durchstarten wollten und aber noch Fragen hatten. Und mit denen wollte ich ja dann auch direkt kommunizieren, also face to face, nicht einfach hier nur vor der Kamera irgendwelche Dinge von mir geben. Und das war so spannend zu beobachten und zu den Menschen habe ich früher auch gehört. Deshalb verstehe ich das auch so gut, dass man da so ein bisschen Bammel hat, sich wirklich zu zeigen. Denn diese Plattform gestern Abend war so, dass jeder eben auch mit seiner Kamera zugeschaltet war und sich hätte zeigen können. Aber einige waren einfach dabei, die dann so schwarzer Bildschirm hatten und sich eben nicht gezeigt haben. Und auch trotzdem ich dann dazu animiert hatte, hey, könnt mir jetzt Fragen stellen. Entweder hatten sie die Chatfunktion nicht gefunden oder was auch immer, aber von einigen kamen auch dann noch nicht mal Fragen. Also so total inkognito dabei zu sein. Wieso? Das war ja wie so ein großer virtueller Raum, wenn ich das jetzt als physischen Raum bezeichne. Da sitzt so eine Runde zusammen, so Frage-Antwort. Ich bin halt da für dich, stehe da, bin da für deine Fragen, um die zu beantworten. Und dann sitzen dann welche in dem Seminarraum und haben halt einfach so platt vorm Gesicht und zeigen sich nicht, ja? Und das funktioniert so mit dem Entdecken des Seelenplans aber nicht. Solange du nicht deine Komfortzone auch zumindest jetzt mal so weit überwindest und überschreitest, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt dafür. Ich bin es jetzt leid, rumzudümpeln. Ich habe jetzt schon ein paar Jährchen hier auf diesem Planeten verbracht.
Ich habe schon ein paar Jährchen damit verbracht, herauszufinden, was ist mein Ding, was will ich selbst eigentlich wirklich, was entspricht meinem Herzen, meinem Seelenplan. Das ist der erste Schritt, dich für dich selbst erstmal sichtbar zu machen, dich selbst einfach erstmal zu zeigen, herauszufinden, hier, was ist in dir drin, das hat was mit Sichtbarmachen natürlich auch zu tun. Das hat was mit Sichtbarmachen und sich selbst, dass du dir selbst dich mal zeigst, indem du entdeckst, was ist hier drin. Und solange du dich quasi metaphorisch gesprochen vor dir selbst versteckst und nochmal weitere Schleifen drehst und vielleicht mal noch hier guckst und vielleicht nochmal dir den 50. Livestream hier von mir anguckst und nochmal überlegst und nochmal überlegst und soll ich jetzt und so dieses ja, nein, ja, nein, ja, nein und dann doch nicht Gedankenkabarett-Spielchen da im Kopf spielst und dein Herz und deine Seele sagen schon längst, Mensch, jetzt geh doch endlich, jetzt zeig dich doch endlich, entdeck doch endlich, was in hier drin ist, entdeck doch jetzt endlich mal deinen Seelenplan, bekomm doch endlich mal die Antwort dafür, warum du hier bist und hör doch endlich mal auf, dein Leben an dir vorbeiziehen zu lassen. Das sind so die Botschaften, die dein Herz, deine Seele dir längst schickt. Aber der Kopf, der spielt danach das so, ja, nein, ja, nein, ja, nein, doch, ja, mach ich, nee, dann doch nicht Kabarett. Ich kenne es von mir, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich kenne es einfach von mir selbst, aus meinem früheren Leben. Und das Universum hat mir da auch so ganz sinnige Botschaften in der Richtung geschickt, so, das Universum agiert immer auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich weiß jetzt, ich überlege jetzt gerade, ob ich dir eine Geschichte erzähle, ob das jetzt nicht hier zu lang wird, aber ich kürze es vielleicht ab, auch wenn es total paradox ist. Das Universum hat mir eine Fledermaus in mein Leben geschickt. Fledermäuse siehst du ja allenfalls so ganz am dunklen Nachthimmel mal, dass da welche fliegen. Aber bei Tageslicht hat es mir eine Fledermaus geschickt, um die ich mich gekümmert habe. Und um jetzt, ohne jetzt diese ganze Story da zu erzählen, ich habe dann gleich mal, ich fand es ganz interessant, warum diese Fledermaus hier in mein Leben kam. Hallo, liebe Melanie. Und habe dann einfach mal energetische Bedeutung von Fledermaus gegoogelt und habe da für mich von dem Universum die Botschaft entdeckt, die Fledermaus, die zeigt sich ja eigentlich nicht bei Tag. Und die Fledermaus, wenn ich da gefragt hatte damals, welche Bedeutung hat die Fledermaus, dass die sich bei mir tagsüber zeigt, vor meinen Füßen hockt und ich die nehmen kann, in einen Karton packen kann. Und ich bin damals so 40 Kilometer hier quer durch Saarland gefahren, zu jemandem, der sich da auskennt, um zu gucken, stimmt mit dem Tierchen alles. Die war vollkommen gesund, die war nicht verletzt, gar nichts. Sie hat gefuttert und alles. Der hat nichts gefehlt. Da steckte für mich die Botschaft hinten dran, jetzt zeig dich endlich da draußen. Ich hätte aber auch einfach diese Botschaft missachten können vom Universum und denken, ja, okay, habe mich jetzt um das Tierchen gekümmert und jetzt lasse ich es wieder frei. Aber diese Botschaft hat für mich dahinter gesteckt und diese Botschaft vom Universum habe ich angenommen, es ist jetzt viele Jahre her, und habe begonnen, sichtbar zu werden da draußen. Habe erstmal herausgefunden, was genau ist mein Ding, welche Botschaft, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, welche Botschaft will ich da rausbringen. Bei mir ist es, Menschen wie dich hier wach zu rütteln, dass du eine ganz besondere Aufgabe hast, dass in dir ein ganz besonderes Potenzial steckt, das endlich entdeckt und gelebt werden möchte. Hallo, liebe Susanne. Und ich hätte es aber auch brach liegen lassen können damals. Nur so habe ich diese Botschaft gedeutet. Und jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du hast so auch schon ganz viele Botschaften bekommen vom Universum. Du bist zum Beispiel unter anderem hier in der Gruppe. Du bist ja auf der Suche. Und dann bekommen wir Angebote, wie ich dir jetzt zum Beispiel anbiete, in 4 Wochen deinen Seelenplan zu entdecken. Dann sagt das Herz und die Seele gleich, oh ja, das wäre schön, mach das, mach das. Dann setzt Kopf ein, was kostet das? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Kann ich das wirklich machen? Ich gucke mir lieber noch mal ein paar Videos von der Irmgard an oder ich gucke jetzt erstmal noch in anderen Gruppen
Oder da gibt es doch noch ein Buch von jemandem, der heißt so und so, der macht das auch mit den Seelenplänen. Da gucke ich mal noch dort. Oder du guckst vielleicht, oh, da läuft ja nächsten Montagabend im Fernsehen eine interessante Sendung. Da gibt es den Professor Doktor sowieso, der macht auch was mit Seelenplänen. Hol ich mir doch da mal noch einen Impuls. Was passiert währenddessen? Du drehst dich im Kreis. Du hockst im Boot und schipperst auf dem See, sternenförmig in der Gegend rum. Da ist das rettende Ufer, da willst du eigentlich hin. Aber du hast auf deinen Kopf gehört. Dein Herz hat dir längst signalisiert, hey, das ist es. Aber dann kommt das zum Tragen, was wir auch alle, inklusive mir selbst, zur Genüge kennen, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Ja? Und das meine ich. Was nicht funktioniert langfristig, wenn du wirklich mal ankommen willst, wenn du wirklich mal aufhören möchtest, wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen, dann gilt es, dass du dich selbst entdeckst und aufhörst, dieses Versteckspiel zu spielen, dich nicht zu zeigen, im ersten Schritt deine wahre Größe dir zu zeigen, anzunehmen, indem du deinen Seelenplan entdeckst und dann im zweiten Schritt entscheidest, wie geht es da jetzt weiter? Okay? Also, meine Liebe, wenn du jetzt doch den Mut hast, auf dein Herz, auf deine Seele zu lauschen und zu sagen, okay, lieber Kopf, du sagst mir zwar gerade was anderes, überleg nochmal und vielleicht doch nicht, dann wäre jetzt nochmal Last-Minute-Möglichkeit, mir eine persönliche Nachricht zu schicken, über Facebook, Messenger hier am besten. Und dann können wir über die Regularien sprechen. Ich würde dann aber auch ganz kurzfristig nochmal mit dir hier sprechen, damit ich wirklich auch weiß, okay, du willst wirklich, du passt da auch rein und da ist auch Potenzial da. Also mein Versprechen an dich ist, dass du am 30. deinen Seelenplan hast, aber ich möchte trotzdem noch mal so ein kurzes Gespräch mit dir führen, entweder ich oder ganz kurzfristig jemand aus dem Team. Und dann bist du morgen früh um 10 Uhr auch definitiv noch dabei. Okay? Also ganz liebe Grüße, herzliche Umarmung und vielleicht sehen wir uns dann heute im Laufe des Tages noch. Wir zwei oder jemand aus meinem Team. Ansonsten eben, wenn du dabei bist, morgen früh um 10 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao!